Guten Morgen, hallo. Geht's euch gut? Ja. Mir auch. Noch. Könnte. Achso, danke. Dankeschön. Ich würde gerne noch kurz beten, ist das okay? Ich habe noch zwei Gedanken, die ich noch gerne mit ins Gebet nehmen möchte, bevor ich dachte, lass uns doch mal die Augen schließen. Nicht lange. Jesus, du bist der, der uns im Leid, vor Leid bewahrt, vor Leid schützt. Und das möchte ich bitten einmal, Herr, für Irmtraut, Herr, dass du sie begleitest in ihre Herausforderung, in ihrem Leid, in ihrer Schwere und sie vor Leid bewahrst, Herr, dass es gut läuft, das, was da geplant ist. Und das Gleiche möchte ich für dein Volk mitgeben, Jesus, dass du dein Volk im Leid, vor Leid bewahrst. Danke, Herr, für deine Zusagen, danke für dein Dort, für dein Wort und danke, dass wir dir das bringen dürfen und dass du dich allen unseren Gebeten annimmst. Du bist unser Herr in guten und in schlechten Zeiten. Danke, Jesus. Amen. Amen. Dankeschön. Ja, ich wollte eigentlich eine Predigt vorbereiten, und mich hatte das Thema Gebet angesprochen, hatte das auf dem Herzen. Und ich habe einen Satz gesucht in der Bibel, da wo Jesus gekreuzigt wird und rechts und links hingen die Verbrecher. Und da sagte der eine: Jesus, bitte denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und ich wusste irgendwo, wir haben die vier Evangelien, da an den Enden sind die Kreuzigungsgeschichten. Und ich habe diesen Satz gesucht und habe mir diese Geschichten durchgelesen, alle vier, und habe den Satz nicht gefunden, weil ich eine zu früh abgebrochen hatte. Und es hat mich so neu berührt, diese Geschichten zu lesen, was Jesus da für mich getan hat. Und das ist es, warum ich heute das Wort weitergebe. Und am liebsten würde ich jetzt alle vier Geschichten mit euch durchgehen. Aber das wird den Rahmen sprengen und vielleicht machst du es zu Hause für dich. Mich hat es sehr berührt und darum hörst du jetzt das, was kommt. Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind vor Gott nicht in Ordnung. Begangene Taten, gesprochene Worte, die ich in den letzten Wochen gesprochen habe, immer wieder kehrende Gedanken in meinem Kopf in den letzten Monaten und Verhaltensweisen, die ich mir angeeignet habe in den letzten Jahren. Und ich denke, es gibt Dinge in deinem Leben, die vor Gott auch nicht in Ordnung sind. Und wie werde ich diese Dinge los? Ich möchte uns drei Punkte mitgeben. Das erste ist, ich muss erkennen, ich muss verstehen, ich muss Erkenntnis haben, dass ich Sünde in meinem Leben habe. Dinge, die ich vor Gott bereinigen muss. Schlechte Gedanken, schlechte Verhaltensweisen, schlechtes Handeln. Vielleicht schaust du dir Dinge an, von denen du weißt, die sind wahrscheinlich nicht so gut, die sich anzuschauen. Ich glaube, der Herr Jesus wird sich nicht neben mich setzen und das mit mir schauen. Vielleicht reagierst du oder ich falsch in Situationen, wenn wir unter Stress stehen, wenn wir in Trauer sind, wenn wir Angst haben. Vielleicht sind es auch dieses, was man immer wieder hört, Suchtprobleme, die du hast. Alkohol und Drogen ist in Deutschland ein Riesenthema. Fernsehen, wie eben gesagt, Pornografie. Vielleicht ist es dein Handy, dein Tablet, wo du deine Augen nicht von lassen kannst.
Sport, Gesundheit. Du musst erkennen, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist vor Gott. Da kann es vieles geben und es ist immer wieder für uns herausfordernd. Punkt 1, Erkenntnis. Erkenntnis, was ist nicht in Ordnung in meinem Leben? Und in dem Zusammenhang ist mir immer wieder wichtig geworden, es gibt die Geschichte von dem Gleichnis, wo der Sämann die Samen aussät. Matthäus 13, 22, ich möchte eins rausnehmen. Der Samen aber, der unter die Dornen gesät ist, der ist so wie der, der das Wort hört, aber die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum erstickt das. Die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum erstickt es und er wird keine Frucht bringen. Und ich glaube, dass das ein Stück in unserer westlichen Welt ein Thema ist. Egal wie groß, egal wie klein deine Sünde ist, deine Schuld ist, Sünde ist Sünde und Sünde trennt uns von Gott. Und das ist das große Problem. Erkenntnis. Was ist die Sünde in mir? Wo sind Dinge, die ich bereinigen müsste vor Gott? Und das Zweite ist, dass du dann aufrichtig vor Gott kommst und sagst, Jesus, ich möchte diese Sünde bereinigen. Ich möchte und bitte dich, dass du mich frei machst von dieser Sünde. Und Punkt 3, dass du aufrichtig vor Gott kommst und sagst, Herr, verändere mich, dass ich das nicht mehr tue. Einfache Punkte, schwer in der Umsetzung. Erkenntnis, Bereinigung und Veränderung. Ich möchte am Ende der Predigt ein Gebet sprechen und werde dir die Möglichkeit geben, dass wir das zusammen besprechen. Und dieses Gebet wird lauten, Jesus, mein Gott, du kennst mein Herz. Gib mir die Gnade echter Selbsterkenntnis, damit ich mir meiner Schuld, damit ich mir meiner Sünde bewusst werde und damit ich aufrichtig und ehrfürchtig um Vergebung bitten kann. Reinige mich durch dein Blut und verändere mich durch deinen Geist. Als ich diese 4 Berichte der Kreuzigung gelesen hatte, und ich so gesehen habe, was Jesus, du für mich getan hast, wie du gelitten hast, wie ein Schwein gelitten hast, habe ich mir gesagt, Herr, ich will dein Werk, das, was wir so oft sehen, ein Kreuz und hier und da, und wenn wir spazieren gehen, so oft sehen wir das. Und Herr, ich will dein Werk nicht mit Füßen treten, und doch tue ich es so oft, Herr. Herr, ich will dein Werk nicht untergraben, und doch ist oft Angst in meinem Leben, die größer ist, Stolz in meinem Leben, der größer ist. Jesus ist mein Retter oder mein Richter. Keine bessere Nachricht an dieser Stelle, aber es ist eine gute Nachricht. Und es wird der Tag kommen, da wirst du vor deinem Schöpfer stehen. Da werde ich vor meinem Schöpfer stehen. Und in Matthäus 10, 26 steht, es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werden soll. Es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werden soll. Und es ist nichts geheim, das nicht an den Tag kommen soll. Und ich möchte eine Veranschaulichung geben. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, aber nach dem Tod stehe ich vor Jesus und stehe mit Jesus und bin dann in seinem Reich. Und er sagte, David, komm, wir gehen jetzt in dieses Kino. Und Jesus führt mich in einen großen Raum, ein Riesenkino, und wir setzen uns mitten rein. Und dann sagt er, David, wir werden uns jetzt deinen Lebensfilm hier angucken. Alles, was du getan hast, alles, was du gedacht hast,
Alles, was du gelebt hast, das wird jetzt hier auf dieser Leinwand kommen. Und mein Film wird nicht jugendfrei sein. Und wahrscheinlich werde ich den Film schauen und werde am Boden zerstört sein. Und wahrscheinlich so viel vergessen haben zu sagen, Herr, was habe ich Menschen alles angetan? Was haben Menschen mir alles angetan? Und danach dem Film sagt Jesus, so, David, und jetzt schauen wir uns deinen Film nochmal an. Aber jetzt holen wir alle Leute, die an deinem Film beteiligt waren, mit ins Kino. Und die werden sich den Film mit uns zusammen anschauen. Das wird einfach nur peinlich. Und ich würde sagen, Herr, nimm deinen Mantel über mich und verdeck mich und lass mich nur ja keine anderen Augen sehen. Es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werden soll. Und es ist nichts geheim, das nicht an den Tag kommen soll. Und wenn dieser Tag kommt, mein letzter Tag, dein letzter Tag, dann brauchen wir Jesus, damit er die Schuld für dich bezahlt. Wir haben unser Lebenskonto, unser Sündenkonto maßlos, hoffnungslos überzogen. Und wir könnten nichts tun, um diese Rechnung zu bezahlen. Jesus, er ist der Einzige, der diese Rechnung für dich bezahlen kann. Und das kann er. Er war fehlerlos, er war ohne Sünde, aber er wurde verspottet, er wurde gequält, er wurde gefoltert, er hat gelitten bis in den Tod. Und er hatte die ganze Zeit den einen Gedanken, das tue ich für die Menschen, das tue ich für David, das tue ich für dich. Ich möchte die Geschichte von der Kreuzigung vorlesen und habe ein paar Fakten dabei geholt. Ist ein harter Bericht, und ich würde mir wünschen, du bleibst hier, aber wenn das zu viel für dich wird, schäm dich nicht oder irgendwie zu sagen, ich gehe raus und ich kann das nicht weiter anhören. Ich möchte das einfach nur vorweggeben, aber ich möchte das trotzdem gerne lesen, weil das ist es, was Jesus für uns getan hat. Kreuzigung mit Fakten habe ich es genannt. Er ist des Todes schuldig. Die Gerichtsverhandlung ist beendet und der Angeklagte wird dem Kreuzigungskommando übergeben. Die Hinrichtung beginnt. Die Kreuzigung, sie war ein Zeichen für Schande, für Leid, für Verrat, eine Demütigung. Die Hinrichtung am Kreuz galt zur Zeit Jesus. Das hat Jesu als hässlichste und grausamste Todesstrafe. Ein römischer Philosoph, Seneca, der um diese Zeit lebte, beschrieb den Tod des Verurteilten mit kurzen Worten: Er stirbt Glied für Glied und haucht seine Seele tropfenweise aus. Es ging darum, einen Menschen so langsam und so brutal wie möglich umzubringen. Und niemals hätte man das mit einem Römer gemacht. Diese Hinrichtungsart war nur für Nicht-Römer bestimmt. Und oft ging der Kreuzigung eine Geißelung voraus, Mastigu, so ähnlich nannte man das. Und Herr Riesner schrieb einmal in einem Artikel im Bibellexikon, schon allein diese barbarische Strafe konnte zum Tod führen. Der Verurteilte wurde mit einem Flagrum geschlagen. Ein Flagrum ist etwa ein Meter langer Stock. Und an diesem Stock hängen 7 bis 9 Lederstriemen. Und am Ende dieser Lederstriemen wurden Eisenkugeln eingeflochten. Und zwischen der Eisenkugel und dem Holz wurden weitere Sachen eingeflochten, wie Steine, Knochensplitter, Glassplitter.
Und die römischen Soldaten nahmen sich dieses Flakrum und schlugen mit voller Wucht auf den Rücken des Verurteilten. Und die Gegenstände an den Riemen verursachten tiefe Verletzungen hinein bis in das Subkutangewebe. Das ist das Gewebe unter dem Fettgewebe. Und während dieser Folterung rissen diese Verletzungen immer wieder und immer weiter auf, bis runter auf die Skelettknochen. Ein antiker Augenzeugenbericht schrieb, und das habe ich gekürzt bereits, dass man sogar Muskeln und Sehnen sehen konnte. Und ein Mediziner beschrieb es, dass der Rücken regelrecht zerschreddert wurde. Hinunter bis auf die Wirbelsäule. Nach dem jüdischen Gesetz wurden diese Peitschenhiebe in diesem Mastigur auf 39 begrenzt. Ob die Anzahl der Schläge bei Jesus eingehalten wurde, ist nicht bekannt. Im Psalm 129, Vers 3 steht: Auf meinem Rücken haben die Feinde ihre Furchen gezogen, wie auf einem Acker. Ja, lange Furchen haben sie gezogen. Gnadenlos wurde Jesus mit unglaublicher Wucht auf den nackten, entblößten Körper geschlagen. Und jemand hatte einen purpurnen Mantel aufgetrieben. Und mit höhnischem Grinsen schmissen sie den Mantel über den blutüberströmten und zerfetzten Rücken. Ein grob zusammengewundenes Dorngestrüpp wurde mit Gewalt auf den blau-violetten Kopf geschlagen. Gegrüßt seist du, König der Juden. Die Soldaten konnten sich kaum halten vor Lachen. Einige fielen heulend auf die Knie. Einige spuckten ihn an, andere schlugen ihn. Sie verhöhnten ihn. Und schließlich waren sie der Sache überdrüssig. Sie zogen dem Verurteilten wieder die Kleider an. Bis dahin war er splitternackt gewesen. Und dann machten sie sich auf den Weg zur Kreuzigungsstätte. Das Kreuz wird so um die 140 Kilo gewogen haben. Und darum wurde wahrscheinlich nur der Querbalken, Patibulum genannt, von Jesus getragen. Dieser Querbalken hatte eine Länge von 1,50 Meter, 1,80 Meter und wog so um die 50, 60 Kilo. Stöhnend unter der Last des massiven Holzbalkens und mühsam schleppte sich der Verurteilte unter der einsetzenden Glut der Sonne vor und bricht schließlich am Boden zusammen. Er ist am Ende seiner Kraft. Hey, du da drüben! Die Soldaten winken einen vorbeigehenden Mann herbei. Der lädt schweigend diesen Balken auf sich. Und er sieht den Verurteilten. Schon von Weitem sieht man Längsbalken in den hitzeflimmernden Himmel ragen. Golgatha. Und wieder wird der Verurteilte ausgezogen. Nackt. Kraftlose Arme werden auf den Querbalken gelegt. Und lange schmiedeeiserne Nägel, so etwa 15 cm lang, 1 Zentimeter Durchmesser, dringen mit Gewalt durch die Handgelenke tief bis ins Holz hinein. Ein plötzlicher Ruck und der etwa 3 Meter hohe Balken wird mit Körper und Schnüren hochgezogen und rastet in der Mitte ein. Dies geschah um die 3. Stunde des Tages, das war 9 Uhr morgens. Und die Nägel wurden nicht wie angenommen durch die Handflächen getrieben, weil diese wären regelrecht ausgerissen, weil sie das Gewicht nicht hätten halten können. Die Nägel wurden durch die Handgelenke getrieben, die ein Gewicht von 100 Kilo aushalten konnten. Und dabei wurden nicht die Handgelenksknochen durchbrochen, sondern sie wurden auf Seite geschoben. Und der Nagel spaltete den Mediannerv. Der Daumen verkrampft sich und der Daumennagel drückt sich in die Handfläche hinein. Und im abwechselnden Heben
und Senken des Körpers, damit du atmen kannst, sonst wärst du erstickt, vollzog sich der Todeskampf. Und während dem Todeskampf fand eine Flüssigkeitssammlung statt im Bauch und in der Brusthöhle. Die physische Belastung hat zu diesem Zeitpunkt ihre Höchstgrenzen erreicht. Herz und Lunge waren auf das Äußerste beansprucht. Schreckliche Atemnot, schrecklicher Durst. Und die Nägel, die durch die empfindlichen Schaltzentralen des Nervensystems getrieben wurden, verursachten unerträgliche Schmerzen. Die Glieder waren verspannt und der Kopf drohte zu platzen. Viele waren am Kreuz, die wahnsinnig wurden. Über dem Kopf des Verurteilten ist ein Schild angebracht in 3 Sprachen, Lateinisch, Griechisch und Hebräisch. Und die ganze Verachtung der Römer zeigt sich darin. Jesus, König der Juden. Sie lachten sich schlapp. An der Hinrichtungsstätte wurde dem Opfer laut Gesetz ein bitteres Getränk aus Wein, gemischt mit Myrrhe gegeben, ein mildes Schmerzmittel. Jesus nahm es nicht, steht in der Bibel. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bittet Jesus, inmitten seines furchtbaren Todeskampfes fleht dieser Jesus Gott, sein Vater, um Gnade für seine Schlechter. Einer der Räuber spottet nicht mehr. Jesus, bitte denk an mich, wenn du in dein Himmelreich kommst. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist 12 Uhr. Plötzlich, völlig unerwartet, eine totale Finsternis. Panik bricht aus, ein Erdbeben, Schreie, Gräber brechen auf. Viele in der Stadt sehen längst verstorbene Menschen und im Tempel bricht wie von unsichtbarer Hand der Vorhang wird zerrissen vom Allerheiligsten, von oben bis unten durch. Man hätte 5 Pferdegespanne gebraucht, um das zu bewerkstelligen. Die blutunterlaufenen Augen Jesu treffen auf die verzweifelten Augen einer schluchzenden Frau, die in den Armen eines fassungslosen Mannes liegt. Siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Was für eine Kraft, die Jesus befähigt, in den letzten Sekunden seines Lebens sich um die zu kümmern, die ihn lieben. Mein Gott, schreit Jesus, warum hast du mich verlassen? Mich dürstet. Ein gellender Aufschrei. Es ist vollbracht. Es ist 15 Uhr. Jesus ist tot. Wenn ich nach diesem Text die Bibelverse lese, Matthäus 26, 28, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünde. Und noch mehr, 1. Petrus 1, 18, sein teures Blut hat uns erlöst. Dann fühle ich mich so schwach, dann fühle ich mich so klein, dann fühle ich mich so ohnmächtig, so handlungsunfähig. Und ich denke, Jesus, ich will dein Werk, ich will dein Kreuz
nicht mit Füßen treten. Ich tue es doch so oft. Ich will dein Werk, dein Kreuz nicht untergraben und doch ist oft die Angst in mir, doch ist oft der Stolz in mir, doch ist Enttäuschung in mir, Neid in mir, Zorn in mir, Habgier in mir, schlechte Gewohnheiten in mir, eine Trägheit in mir. Und ich zolle dir nicht den rechten Respekt. Dein Preis, Jesus, für meine Vergebung war unvorstellbar groß. Ich möchte, dass wir die Augen schließen. Ich möchte bitten, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir ganz still werden. Lass uns bitte alle die Augen schließen. Und wenn du denkst, da ist Schuld in meinem Leben, da ist Sünde in meinem Leben. Und wenn du denkst, wahrlich, ich sollte das vor Jesus bringen. Jesus, ich brauche Veränderung. Jesus, ich möchte meine Schuld vor dich bringen. Dann möchte ich dich bitten, jetzt aufzustehen. Und ich werde mit dir das Gebet sprechen. Dass wir eben sprachen. Ich möchte euch noch einen Augenblick geben. Wenn du denkst, da ist Schuld in meinem Leben, da ist etwas, das ich bereinigen muss, da sind Dinge, die ich verändern muss, da ist etwas, was ich vor dich bringen, Jesus muss, und ich brauche dich, Herr, dann stehe jetzt auf. Ich möchte das Gebet vorsprechen. Und ihr dürft es nachsprechen. Jesus, mein Gott, du kennst mein Herz. Gib mir die Gnade echter Selbsterkenntnis, damit ich mir meiner Schuld, meiner Sünde bewusst werde und damit ich aufrichtig und ehrfürchtig um Vergebung bitten kann. Reinige mich durch dein teures Blut, Jesus. Und verändere mich durch deinen Geist. Amen. Amen. Thank you.